Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde. Wir nehmen jetzt lustige Witze auf. Wir wollen gerade anfangen mit dem ersten Witz und dann ist es schon passiert. So sieht mein Tisch aus. In Frühkölschsee, ja. Wir fangen jetzt an. Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Chef, kann ich heute früher gehen? Ich habe zu Hause eine Eintagsfliege und ich würde sie gerne noch mal sehen, bevor sie stirbt. Egal wie traurig du bist, im Kühlschrank brennt immer ein Licht für dich. Das stimmt nicht. Das geht aus. Ja, natürlich. Meine Freunde meinen, ich sei zu geizig. Aber das kaufe ich denen einfach nicht ab. Deine Freundin mag mich wie ihre Kopfhörer. In ihr. Guck ruhig, RTL, haben sie gesagt. Ja, kann nichts passieren, haben sie gesagt. Alle Männer haben einen Waschbrettbauch. Bei den meisten liegt nur zu viel Wäsche drauf. Ich bin heute so dumm. Ich könnte Amerika regieren. Duschen zu zweit spart Wasser und Zeit. Ihr Anruf ist uns sehr wichtig. Bitte genießen Sie das 40-minütige Flöten-Solo. Das Leben könnte so schön sein, wenn es nicht ausgerechnet meines wäre. In meiner Kommentarspalte fehlt nur noch ein Zelt. Dann hätten wir den ganzen Zirkus hier komplett. Töchter, bis Sie 16 sind, jammern Sie, dass Sie ein Pferd haben wollen. Und mit 17 kommen Sie dann mit einem Esel nach Hause. 50 Cent hat in der Türkei einen neuen Plattenvertrag unterschrieben und heißt jetzt 4 Lira. Im Gefängnis hat eine Afterparty eine ganz andere Bedeutung. Wenn ich einen Cent hätte für jedes Mädchen, das mich nicht mag, dann würden mich Mädchen mehr mögen. Mein Problem ist, dass Kiffen einfach viel geiler ist als arbeiten. Jetzt guckt nicht so. Das Kind hat schon geheult, bevor ich es getreten habe. Man schickt ihm eine Nachricht ohne Inhalt, nur um ihn nochmal daran zu erinnern, dass man derzeit nicht mit ihm redet. Frauenlogik. Damit mein Hirn wichtige Schimpfwörter nicht vergisst, fahre ich regelmäßig auf der Autobahn. Ich stehe hauptsächlich jeden Morgen auf, weil ich wach besser essen kann. Das war gerade dieses Background-Sitcom-Gelächter. Manche Männer klingen beim Sex einfach genauso wie die Steinblöcke aus Super Mario World. Die Geldautomaten müssten mal wieder aufgefüllt werden. Ich habe an keinen der 5 Automaten Geld bekommen. Leute, die sagen, wer feiern kann, der kann auch arbeiten, die können nicht feiern. Es ist nur ein unbezahltes Praktikum, wenn du nicht genug klaust. Kanada hat Cannabis legalisiert. Bin gespannt, wie lange es geht, bis das Ahornblatt auf dem Wappen ausgetauscht wird. Meine Hälfte der Kekse ist meine Hälfte und deine Hälfte der Kekse ist unsere Hälfte. Und der Kommentar der Woche aus Folge 201 ist von Nicht-Ole. Hey, du bringst mich immer zum Lachen, trotz meiner Depression wegen Mobbing. Mach weiter und bist der Beste. Ich habe mich für diesen Kommentar entschieden, um nochmal auf die Diskussion mit dem Sachsenwitz von letzter Woche einzugehen. Es wurden teilweise in den Kommentaren Leute echt beleidigend und das ist nicht okay. Die tiefere Botschaft meiner Ansage wurde nicht verstanden. Ich wollte eigentlich nur sagen, niemand muss sich bei diesem Format angegriffen oder beleidigt fühlen. Es ist alles nur zum Spaß haben gedacht. Und wenn ihr das nicht versteht, dann seid ihr hier falsch. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Und jetzt habt euch endlich mal lieb und schreibt einen Kommentar, um vielleicht Kommentar der Woche Folge 202 zu werden. Ein schönes Wochenende euch. Daumen hoch und like und abonnieren. Like und abonnieren.